Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu mehr Outlast 2. In der letzten Folge hat uns dieses Telefon abgeleckt. Das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Und jetzt sind wir Best Friends und eventuell ist es schwanger. Ein Spaß. Okay, was rede ich hier? Ich sollte nicht so spät nachts aufnehmen. Fuck. Oh oh. Vielleicht sieht es mich ja einfach nicht. Oh. Oh Mist. Ich sagte ja, oh Mist. He's coming! Nimm mich mit, ich versteck mich da jetzt. Na toll. Okay. Ich lese das einfach mal hier vor. Laird, nichts ist elender, als sich selbst zu bemitleiden und ich vertraue dir, dich einer derartigen Weibersünde nicht schuldig zu machen. Wenn die Jünger, die ich dir anvertraute, Hunger, Schmerz und Angst erfahren, so ist dies eine Notwendigkeit ihrer fleischlichen Sünde und der Wille des Herrn. Ich schicke euch Speis und Wein, wie der Herr es will und nicht mehr als das. In Visionen sah ich die Plage wachsen und unser Leiden, nicht Feinde, Leiden, bekam so groß, dass keiner unter uns es mehr erleiden konnte. Freu dich also, finde Trost darin, dass wir am Höhepunkt unseres Leidens sind und bald das ewige Paradies ziehen werden. In das ewige Paradies ziehen werden. Kannst du dein Volk nicht mit deiner Zunge führen, so nutze die Fäuste deines Trägers. Papa liebt dich, Gott will dich erlösen. Knopf, PS, Anbei, ein Beutel gesalzener Grillen, die Nick so liebt. Lasse sie ihm bitte zukommen und sage ihm, dass sie ein Geschenk von mir sind. Das ist ja nett. Also heißt dieser Typ da anscheinend Laird. Und der Typ, der ja die ganze Zeit da, auf dem der sitzt, heißt anscheinend Nick. Und ja. Der mag anscheinend gesalzene Grillen. Schön. Oh oh. Tschüss. Bin mir ja irgendwie nicht sicher. Habe das Gefühl, wir sind hier nicht ganz sicher. Okay. Na toll. Aber ich glaube, wir sind hier gar nicht mal so falsch. Wenn ich mich recht erinnere. Hier ist zu. Super. Werde ich jetzt keinen Weg auf den Boden suchen oder so. Ne, hier ist zu. Da brennt ein Feuer. Da würde ich jetzt auch gern sitzen. Aber ohne abgeschossen zu werden. Eher so in Peace and Harmony. Ist wieder ein Haus und ja. Ich habe das Gefühl, der Typ ist hier irgendwo. Hallo? Ja, die gehört mir. Mir. Okay. Jetzt müssen wir hier irgendwie den Ausgang finden. Das wird jetzt ein bisschen dangerously. Wir schauen wieder ein Haus, ey. Wie viele Häuser braucht der Typ denn? Nichts mehr. Wenn der gleich einfach kommt, hole ich den Bibi-Song raus und dann passt das schon. Okay, hier bin ich richtig. So.
dann mal raus hier. Wir hätten da bestimmt auch alle unsere Batterien wiederfinden können. Wenn ja, dann wäre ich jetzt echt stinkig. So, gucken wir mal, wie viele haben wir jetzt? Hier. Ist jetzt nicht unbedingt perfekt, aber... Was willst du machen? Ist halt so, ne? Gut. Schauen wir hier noch einmal. Hier ist nur ein Typ mit Pfeilen. Im Dings. Okay, dann hauen wir mal ab. Oh oh. Ich habe das Gefühl, der Typ ist hier in der Nähe. Wo ist denn der? Hallo? Dieser Arsch. Oh. Hm. Da ist er also. Okay, wir machen mal Folgendes. Ich will den hier und den hier. Ich will wissen, wo der ist. Er ist damit raus. Scheint ja nicht. Oh Gott, es ist so fürchterlich. Oh oh. Ich heile mich mal kurz. Wir können gleich talken, mein Freund. Oh, ich renne einfach vorbei. Nee. Lass mal stecken. Da gucke ich mich jetzt nicht weiter um. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Okay, das war knapp, glaube ich. Ja, hier oben wurde der Typ auch noch bekommen. Dankeschön. Hallo? Ja. Nee, du kriegst mich nicht, Bitch. Jetzt müssen wir, glaube ich, wieder rennen. Ja gut, ich gehe einfach mal hier runter. Das war wohl der falsche Weg. Ups. Naja, kann ja mal passieren. Sollte vielleicht jetzt nicht unbedingt nochmal passieren. Ich weiß nicht, ob der uns verfolgt. Oh. In den Maschendrahtzaun. Richtig geil. Och. It's okay. We have you. The gospel isn't done yet. Ach, scheiß doch die Wand an. Jetzt geht's auch noch unter die Erde. Na toll. Wieso meins? Wieso bringst du dich nicht selbst um und vergräbst dich dann? Dafür ist es schon zu spät. Ja, das stimmt. Ich wusste gar nicht, dass das jetzt schon kam. Ich dachte, das kommt später. Ja. Dann chill erstmal eine Runde. Und jetzt können wir ja irgendwie versuchen rauszukommen, wenn der Typ hoffentlich weg ist. Eine Panik zu schieben macht's auch nicht besser. Na, das wird doch was. So viel ist da jetzt auch nicht drauf, sage ich ja. So, wir sind jetzt wieder auferstanden. Das heißt, theoretisch sollten die uns ja jetzt in Ruhe lassen, oder? Irgendwohin muss ich jetzt eigentlich flüchten, aber ich weiß nicht mehr, wohin. Ich glaube, es war die Richtung. Kann das sein?
Ich nehme das erstmal mit und lese später. Wir sind also nicht die Ersten, die hier in Anführungszeichen begraben wurden. Ja, ich glaube, hier sind wir richtig. Ja, ist klar. Da ist auch wieder irgendetwas. So, machen wir eben Folgendes. Dies hier ist mein Bruder, gebrochen und getötet vom Tyrannen Layard und seinem Ritter Nick, Reittier Nick, weil seine fehlenden Finger ihm Wein vergießen ließen. Es war ein schreckliches Unrecht und ich hoffe, ein gnädiger Gott wird ihn besser behandeln. Besser als Liar. Ich nenne ihn einfach Liar, weil er eh lügt. Mit dem, was er sagt. Das ist eine sehr wahrheitsgemäße Argumentation. Jawohl. Ich kenne mich aus. Okay, wir haben wieder schön viele Batterien. Das macht mich glücklich. Oh, wieder so ein scheußliches Ding. Drückt auf Pause, liest es euch durch. Ich gehe sogar nochmal in den hier. Und den hier. Wie gesagt, liest es euch durch, drückt auf Pause. Aber sowas lese ich nicht vor, tut mir leid. Also das ist dann doch zu viel des Guten. Das klingt doch super. Oh. Da hatte wohl jemand keinen Bock mehr. Ach nein, daran erinnere ich mich auch noch. Ach nee. Kann doch nicht wahr sein hier. Ein Stein, super. Puh. Ich gönne Lyre und Nick irgendwie beiden den Tod. Und beides irgendwie dumme Bratzen. Oh, das hätte bad enden können. Ah. Soweit ist das nicht mehr. Gut. Ich glaube, da müssen wir rüberspringen. Upp. Mit der Kamera vor dem Gesicht, super. Eine Zettel. Tut mir leid, ich habe das Seil vom Flaschenzug geborgt, um damit in den Himmel zu klettern. Haha, wenn der Fettsack Kiel auch kein neues Seil gibt, könnt ihr mich herunterschneiden und es wieder zurückholen, weil ich es wahrscheinlich nicht mehr brauchen werde. So, das hat also der Typ geschrieben, der sich da eben aufgehängt hat. Super. Da freut man sich doch. Shit. I can't. A rope. I just need a rope. Ich würde einfach so runterspringen. Nein, ich wäre von da hinten ins Wasser gesprungen. Ach, komm. Mit der Gefahr, sich die Beine zu brechen, richtig nice. Och nein. Der Typ petzt erstmal fett. Hier rüber. Ja, cool. Das bringt mir ja richtig was. Ich hab das Gefühl, das wird jetzt wieder terroristisch. Ich will sie nicht stören, gute Frau. Oh oh. Oh oh. Nein, das ist böse. Ich muss eigentlich hier lang, aber na gut. Nicht. Hör auf damit. Tschüss. Ich muss eigentlich da lang, aber na gut. So, wir brauchen nämlich das Seil von hier. So, gib mal her. Oh,
Tschüss. Wenn sich das da jetzt noch verkantet hätte, du. Das wär's auch gewesen. Na toll. Übrigens hoffe ich, dass sich an der Qualität nicht allzu viel geändert hat. Ich habe wieder ein bisschen rumgespielt. Weiß nicht, ob die besser oder schlechter ist. Typ, geh weg. Oh, scheiß doch die Wand an. Und der andere Typ ist auch wieder da. Ich kann jetzt einfach wieder hier hinten lang. Fick dich. Fick dich mit deine Pfeile. Bin ich, glaube ich, sogar richtig? Ein Wunder. Normalerweise bin ich bei sowas immer falsch. Sollst dich vielleicht ein bisschen beeilen. So. Tschüssi, Lee. Don't touch me. I said, get your hands off me. Touch this gust me out of you. Ja, daran zu. Oh, das finde ich nicht schlecht. Ja, das fand ich jetzt nicht schlecht. Nimmt es noch auf? Ich hoffe schon. Ja, es nimmt noch auf, zum Glück. Oh Gott. Das ist mehr als befriedigend. Ja. Das nenne ich mal Gerechtigkeit. Ich hätte da oben bestimmt noch ein paar Batterien abzocken können, aber das habe ich jetzt mal nicht gemacht, weil, ne, ihr habt gesehen, das Ganze ist schon ein bisschen... ja, dangerous, sag ich mal. Gut, das können wir uns noch angucken. She hanged herself before I could stop her. Or she didn't. No. Wait, not her. He. Fuck. Ja. My dad died within a month of my mom. He was perfectly healthy until she was gone. And then. Ja, das passiert leider sehr oft. Das hatte ich selber erst in einer gewissen Zeit in meinem näheren Umfeld, sag ich mal. Liegt, glaube ich, dann einfach daran, dass sich die Leute so sehr aneinander gewöhnen, die dann alleine nicht mehr weitermachen wollen. Toll. Na, ich heile mich einmal. Komm. Scheiß drauf. Und ich mache einmal den hier. So. Gut, super. Hier hin oder ist das falsch? Also so falsch sieht es gar nicht aus. Komm ich da hoch? Das ist ja schön. Gut, Blut. Wenn das Blut war, könnte es von mir sein. Oh, ach, hier muss ich rein. Okay, ich wollte gerade schon wieder meckern. Oh, dieses Kamera-Geraschel nervt so. Unglaublich. Gut, dann mal rein da. Tschüss. Gut. Wieso? Ich hab es doch... ich hab's doch zugemacht. Och, nee. Oh. Kommt es? Oh shit. Tschüss. Ja gut, ich würde sagen, das war knapp. Aber knapp daneben ist nun mal leider auch vorbei. Oh, komm. Boah, muss ich die irgendwie erst triggern, damit die wirklich kommt? Hier, guck, ich bin hier. Siehst du mich? Hier, guck, hier. Hier, guck. Hier bin ich, Bitch. Ja, jetzt hat sie mich gesehen. Super. So. Oh, jetzt bin ich draußen. Toll.
Gut, ich würde sagen, hier draußen setzen wir mal einen Cut, wenn das Menü dann mal lädt. Ja. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.